Naja, ein Pissbeckenvertreter, Treter, der ist beschwerend. Immer was auf der Linse. Ja? Ja, hallo. Ich kann nicht sehen. Ja, einfaches Essen. Sehr einfaches Essen. Schnell gemacht. Was brauchen wir eigentlich? Irgendwas umgefallen. Wir brauchen einmal so ein Stampftierchen, ja? Salz, Pfeffer. Eine Dose geschälte Tomaten, die könnt ihr auch abgeben, ist ja ehrlich gesagt egal. Schuss Tomatenmark und Käse Tortelloni. Tja, wir machen das Essen. Zeige ich euch, es auch ganz einfach und lecker. Denn es ist immer noch ein Fertigessen, aber es sind frischere Zutaten dabei. Wie sollen die Vitamine denn aus der Dose weglaufen, wie Peter Ludolf immer sagte? Ich habe jetzt hier geschälte Tomaten. Wenn die Dose leer ist, einmal bis zur Hälfte auffüllen. Schön ein bisschen schwenken, ja, dann nochmal hier zugeben. Dann generell schon mal ein bisschen Pfeffer dazu und natürlich einen ordentlichen Schuss Salz. Die Tomaten fressen sich dann ein bisschen weg. Achtung, ich habe Pfannsalzstreusel, nicht, dass ihr euch das versalzen könnt. Und man kann natürlich die Finger nehmen. Ich nehme jetzt einen Kartoffelstampfer, eigentlich nur, weil ich mal einen gekauft habe. Weil ich die Kartoffeln, ehrlich gesagt, jahrelang selber gestampft habe. Ja. Und mir das dann doch ein bisschen gegen Strich geht. Wir können die Platte jetzt schon mal voll aufdrehen. Dann können wir ungefähr, also ich nehme gerne 2 Esslöffel. 1 Esslöffel, 2 Esslöffel Tomatenmark dazu machen. Und ja, wie gesagt, Platte, wie man sieht, voll aufgedreht. Und mit Schneebesen gehen wir das durch. Sodass wir eine Konsistenz erreichen, dass es immer noch flüssig ist, aber so ganz leicht andickt. Ja? Muss natürlich auch heiß werden, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja? Nehme ich euch mal kurz mit hier, dass wir noch eine flüssige Konsistenz erreichen. Aber ihr seht schon ein bisschen mehr. So, das heizen wir jetzt erstmal an. Ja, fast vergessen hier wieder die Kamera anzumachen. Wie man sieht. Aufgekocht, immer wieder, nicht vergessen, einfach nur ein bisschen mit Salz und Pfeffer abschwenken. Ja, jetzt wo es kocht, auch nicht schlimm, ist okay. Ja, und wenn wir jetzt, wie man sieht, die Kochstufe erreicht haben, dass es richtig kocht, nehmen wir unsere fertigen Käsetortelloni. Ich empfehle Käse, weil Käse ist super mit Tomate harmoniert. Die brauchen wir dann einfach nur die fertigen hinzugeben, das heißt, wir haben da auch keine Arbeit mit. Die müssen allerdings natürlich eine Zeit kochen. Wie gesagt, ganz oft abschwenken, so dass ihr die Tomatensoße habt, wie ihr sie haben wollt. Ihr könnt auch gerne noch ein bisschen Zitrone dazu machen. Das sollte zum Beispiel auch kein Problem sein. Ihr könnt auch noch ihr könnt noch ein bisschen Zwiebel reingeben oder Knoblauch. Also viele Leute mögen keinen Knoblauch. Ich hätte da jetzt kein Problem mit, könnt ihr noch ein bisschen zugeben oder auch Zwiebel. Ihr könnt auch vorher Zwiebel anschwitzen und dann Tomate dazu. Also das sei dahingestellt. Ja, so ist gut. Also da kann jeder experimentieren, wie er möchte. Mir gefällt das jetzt genauso richtig. Wenn ihr soweit seid, dass es kocht, Tortellini sind drin, in diesem Fall Tortelloni, niedrigste Stufe, Deckel drauf. So, jetzt lassen wir das 10 Minuten laufen. Und ja, wir lassen das jetzt einfach nur 10 Minuten auf der nächsten Stufe mit Deckel drauf laufen. Dann sind die Tortelloni komplett butterweich. Der Käseinhalt ist so leicht angeschmolzen, auch wenn es so ein Fertigkäse ist, so leicht angeschmolzen, zergeht im Mund, die Nudel zergeht im Mund und die Tomatensoße kriegt von dem Käsearoma nochmal einen ordentlichen Schuss mit. Ja. Und dann habt ihr was ganz Schnelles und Leckeres. Für die Leute, die zu faul sind, jetzt Spaghetti zu kochen, ist ja noch weniger Arbeit. Tja, wie ihr seht, wenn ich es vom Herd, man kann es nicht mehr essen. Mein Salzstreuer habe ich jetzt gerade ausgespült, war nicht richtig fest und war voll. Und das komplette Salz ist da drin, das ist nicht mehr. Scheißdreck, ey. Ich bin raus. Scheiße, ey. So, Essen machen, Versuch 2. Das ist das Einzige, wenn ich gesagt habe, dass man anfällt,
Ja, Nudelwasser läuft, Wasser ist noch nicht drin. Wie man Nudeln macht, wisst ihr, glaube ich, alle. Wir brauchen einen Topf mit ungefähr 2 bis 2,5 Litern. Ich habe jetzt meinen anderen Salzstreuer, meine Salznudel. Weil mein Salzstreuer auseinandergeschwungen ist und mir gerade, ja, wie ihr im Video gesehen habt, die Tortellini verhandelt hat. Und ordentlich salziges Wasser. Ja, zum Kochen bringen. Ja, wir wollten ja sowieso die Miracoli ausprobieren. Das machen wir dann jetzt. Ich erwähnte im Video mal schon mal, ich bin immer die günstigen, weil da kein Unterschied ist, aber Miracoli war im Angebot, war letztendlich 10 Cent teurer als das günstige Produkt. Und ich will dafür ein bisschen mal Miracoli mit. Was ich gerade feststelle, bei diesem billigen Zeug hat man noch so einen geringen Hartkäse. Miracoli allerdings hat lediglich Nudeln, die irgendwie auch noch kürzer erscheinen, als die ich habe, sonst habe, als die normale Spaghetti-Geschwindigkeit ist. Ich habe hier noch welche. Schon mal kürzer und auch weniger drin, wirkt jedenfalls so. Und geringen Hartkäse haben wir ebenfalls nicht. Das ist kurz vor Kochen. Italiener würden mir jetzt wieder die Birne abreißen, wenn das geht. Da war ich gesagt, ziemlich Latte, weil ich bin keiner und ich kenne jetzt keine mehr, was Italiener angeht. So, Nudeln mit Wasser, Nummer 1. Ist ja sogar für Dumme hier nochmal drauf erklärt. Ja. Obwohl, wie man gesehen hat, ich habe fertig Tortellini versaut, also das schaffe ich dann auch noch. Machen wir es diesmal einfacher mit der Soße. Noch für noch blödere Leute haben wir eine andere Linie. Wieso nicht? Will ich Packung jetzt noch eine andere Linie? Da könnte. Nein, Gott, ey. Also, wenn fertig ist, dann habe ich es ja gar nicht. Halt die Fresse jetzt hier. Scheiße, ich habe ein bisschen kalten Topf gehabt, den gerade abgespült. Ja. Nervig, jetzt halt auch mal die Fresse. Ja, Tomatenbank hier rein. Weißt du, ich koche sonst was für Essen, ja? Aber so ein Fertigessen, weißt du, einfach mit einer Dose Tomaten und Fertigprodukten halt. Das schalte ich schon. So eine dumme Scheiße. Ja, Tomatenmark und das Gewürzpulver. Das kriegt die Tüte also auch, ne? Ja. Ja, das hier rein. Kleiner Trick, der allerdings funktionieren sollte. Wir haben ja nur so viel Tomatenmark dabei. Ich habe allerdings noch Tomatenmark hier über. Ist auch nicht viel. Aber dann könnt ihr die Tube weg. Könnte ich hier nochmal, ja, das sind so, ja, 2 Esslöffel. Ist auch nicht gerade viel, aber dann könnte ich die Tube hier dann auch weg tun. Ja, dann könnte ich mir auch mal eine Lohne kaufen. Würzmischung ist drin, dann wird es halt ein bisschen Schuss tomatiger schmecken. Aber wenn wir hier dann nochmal einen Schuss Salz, Pfeffer nachgeben, dann sollte das auch gehen. Ja, dann sollte das gehen. Dann füllen wir jetzt Wasser rein. Nach Anleitung, wir gehen mal ganz nach Anleitung vor. Unsere Nudeln. Das ist ja kein Wert hier. Ich hab ehrlich gesagt schon mal keinen Bock mehr, was zu essen. Schon wieder leide. 180 Milliliter mit dem Tomatenmark. Jetzt haben wir mehr Tomatenmark. Ich fülle mal mehr rein. Gucken wir mal, ob das was wird mit der Konsistenz. Hoffentlich habe ich nicht jetzt schon viel Wasser drin. Sieht aber alles gut aus, oder? Sieht doch. Ja, sieht okay aus. Das Fenster ist sowieso so, diese Säute. Nudeln, die Konsistenz genau wie diese Säule. Die Frage ist, ist das geschmacklich jetzt was? Müssen wir mal sehen. Ich hasse Fertigessen. Ganz im Ernst, ich hasse Fertigessen. Ich habe damals nur von Fertigessen geliebt, aber jetzt, also mir schmeckt es gar nicht mehr. Punkt 1 ist, ja. Punkt 1 ist, ich esse eigentlich gar kein Fertigessen mehr. Und dazu esse ich eigentlich auch kein Schwein. Weißt, das Einzige, was mit Schwein zu tun hat, was ich anfasse, ist Mett. Das hat sich mehr oder minder auch schon erledigt. Ich muss von dem Nudelwasser hier mit rein. Ich kann auch noch ein bisschen Salz dran. Ja, ist halt Fertigsoße. Das, was ich dir dazu sagen kann, das ist Fertigsoße, das ist ein Pfeffer und Schale. Und ja, ich habe schwarzen Pfeffer, das kann ich nicht schwören.
Weil dann kriege ich dann nur ein bisschen doof. So. Hier kann die Scheiße gleich in die Mikrowelle. Kommt ein Deckelchen drauf. Ach, ein kleiner Tipp, wenn ihr jetzt hier eine dumme Tomaten so in die Mikrowelle macht, die Deckel drauf. Ne? Eine Minute, kurz rühren, eine Minute, kurz rühren. Aber das muss man mit den Nudeln anpassen. Ja? Normalerweise tut man die Nudeln ja auch in kochendes Wasser. Tamina will jetzt wieder Bier abreißen. Ist ja ehrlich gesagt jetzt auch scheißegal. Ich hab mal ein Essen schon versorgt. Was denn jetzt hier los? Asoziales Bier. So, ne? Fertig essen, scheiße. Wie kann man eigentlich Essen kochen und gleichzeitig so dämlich sein? So dämlich sein und sein Essen versauen, das verstehe ich nicht. Naja, die Nudeln kochen, die Soße ist drin, wir nehmen das beim Anrichten. So, wollen wir hoffen, dass das Anrichten wenigstens. Wollen wir mal hoffen, dass das Anrichten wenigstens kein Desaster wird. Ja. Nudeln sind durchgekocht, also bei aller Liebe, aber da kann ja selbst ich nichts mehr falsch machen. Ja, also theoretisch mal. So, holen wir uns noch eben das Süßchen aus dem Mikrowelle raus. So, fantastisch. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir wenigstens das geschissen kriegen heute. Und sonst bin ich echt angepisst. So, erstmal gucken wir, dass wir hier ein paar Nudelkäse drauf kriegen. Ich habe Glück, ich habe noch abgefüllten Hartkäse. Beziehungsweise, das ist richtiger Parmesan, deswegen befindet der sich da, weil ich den selber gehobelt habe. Denn hier war ja weder Parmesan noch kriegender Hartkäse generell dabei. Daher, naja, wir machen jetzt mal so einen Deko-Teller, da muss dann nicht so viel drauf. Und dann das Süßchen um die Ecke. Machen wir ein klein bisschen mehr drüber. Dass der noch schmeckt. Hat was wehgetan. So, dann etwas von unserem Hartkäse. Der stinkt wie Schuhsohle. Meine Frösche. Ja, Parmesan ist immer noch intensiv, muss man sagen. So. Und nicht vergessen. Fantastisch. Ja, ich gehe da mal essen. Danke fürs Zusehen. Den Leuten, die generell zusehen, danke ich dafür, dass sie so lange mit mir aushalten. Dazu gönne ich mir jetzt noch ein kleines Getränk und zwar einen schönen kalten Eistee, den ich aus Büschern geholt habe, mit einem Penisstrohhalm. Tüdelü. Und ja, leg mich nochmal rein. Ich geh ins Bett oder so. Nicht vergessen, abonnieren, liken, kommentieren.